willkommen zum nächsten Let's Play. Nee, ha, verkehrt. Das war doch Let's Play. Das, nein. Let's Race NASCAR Racing Season 2003. Multiplayer. Ey. Was, ey? Ja, das muss ich sagen. Ach so. Also fangen wir nochmal von vorne an. Ja. Herzlich willkommen zum nächsten Let's Race NASCAR Racing Season 2003. Multiplayer. Mit Cheetah Dave. Und Ricky. Jo. Und Micha. Moin, moin. Und meine Wenigkeit. Die anderen. Sicher? Nee, weiß ich noch nicht so genau. Okay. Mal gucken, ob ich gleich da bin oder nicht. Ja, die anderen, die sind wieder. Ja, die trauen sich nicht. Na? Keine Ahnung, wo die wieder rumschwirren, was sie hier zu tun haben. Sind ja alle weit verstreut hier, ne? So, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Schaden. Übrigens, fahren wir ja Phoenix, ne? Das muss man dazu sagen, weil das sieht man jetzt hier noch nicht gerade. Weil ja jetzt wieder am Weekend der 9. Lauf zum Chase in Phoenix gefahren wird. So. Gestern gab es ja keine Überraschung eigentlich, weil überraschend wäre gewesen, wenn Brad Keselowski gewonnen hätte. Das hätte mich gefreut. Ja, mich hätte es auch gefreut. Ja, mich natürlich auch. Dann wäre ich im Teamspiel zwar nicht Erster, aber es wäre besser gewesen. Nee, vor allen Dingen war es echt ärgerlich, dass wirklich so kurz vor Schluss dann noch eine Caution kam. Ja, und wo er hätte gewonnen, ja. Ja, vor allen Dingen, weil er gerade so einen geilen Fight hatte mit Johnson vorne. Und das war wirklich genial. Ihr nehmt mir die ganze Spannung, ich wollte mir die Aufzeichnung morgen zu Ende ansehen. Ich mehr verraten wir jetzt auch nicht. Okay. es war relativ langweilig. Also wenn du die ersten 300 Runden überspringst, dann hast du eigentlich nichts verpasst. Ah doch. Ich hab schon die ersten 100 geguckt. Ja, das ist gut. Also. Das, da, ab da geht's ja los mit den ersten Cautions. Also von daher. Hier, wo Kansas Busch in der Box fast abgeschossen hätte, das war ja ganz lustig. Ja, ja, das war auf jeden Fall sehr witzig, vor allen Dingen, was dann gleich wieder im Chat so war. Okay, das hab ich leider nicht gesehen. Nee, nee, ist klar. Haben die ganzen Kyle Busch-Hater wieder losgelegt, wa? Ja, ja, natürlich. Ich hab nichts geschrieben dazu. Mir ist es auch eigentlich egal, was der Kyle Busch macht. Ich glaube auch, ich hab diesmal auch noch nichts gesagt, das weil die anderen haben schon genug erzählt. Ja, die zweite Runde war nix, ey. Ja, meine auch nicht, ey. Tröst dich, meine auch nicht. Die erste gegen die Wand geschlagen. 29-3, aber... Ja. 29-3? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, vor allem 29-3-1 gefahren. Oh! Der steht vor mir. Die zweite Runde war trotzdem besser bei mir. Das war nur mit 29-6. Oh, schon vorbei. Wo stehen wir? Och nee, bitte nicht. Ich stehe mittendrin. Ich stehe mittendrin. Wo seid ihr denn? Oh, ist 12. Oh, 16, Alter, ist gut. 12 ist auch gut. Wo bist du? 33. Muss ich ein bisschen runterscrollen. Micha, sehe ich auch gerade nicht. Erster. Ah, wie Erster? Willst du mich verarschen, oder was? Ich will dich verarschen, das finde ich nicht gut, dass ich Erster bin. Wieso Wenn man sich die letzten Let's Plays angeguckt hat, hat der Erste mal am schnellsten auf die Fresse bekommen. Ja, dann finde ich es gut, dass ich 33. bin. Ja gut, du hast letztes Mal auch auf die Fresse gekriegt. Eigentlich jeder, oder? Ja. Wer hat eigentlich gewonnen? Ich hab's mir gar nicht mehr angeschaut. Niemand. Keiner mehr. Keiner. Nee, bei uns keiner mehr. Hat euch noch keiner ins Ziel gekommen. Okay. Ich hab's wenigstens am längsten überlebt. Ja, ein das Stückchen vor mir. Ein Stückchen nach mir, 140 so. 140 Runden, ne? Das hört sich nur so viele an. Ja, ich glaube auch. 141 Meilen heute. Ja, gut ausgerechnet. Gut ausgerechnet. Ja, ich weiß, Mathe-Grundkurs, da kann man das. Ich glaube, den muss ich nochmal besuchen, weil Mathe-Grundkurs, schaffe ich das auch. Ja, Mirko. Eine Meile mal 141 sind doch 120, oder nicht? Ich bin zwar auf knapp 300 gekommen, aber das könnte auch sein. Ja, wir werden es ja erleben. Kommt wer auf die Strecke, mein Letzter? Also, ich bin auf der Strecke. Ich bin auch. Oh ja, Sekunde. So viel zum Thema Mathe-Grundkurs. Das Schöne ist, ich kann mir das jetzt von hinten erstmal alles angucken. Ja, genau. Aber dann wirst du gleich überrundet, pass auf. Ja, das ist wieder ein Nachteil, ne? Oh Mann. Ich sehe mal, Phoenix kann das schon sein. Ja, hochschließen und... Wie, du siehst nix?
ich starte außen. Achso. Oh ja, oh mein Gott. Ey. Außen ja. Ist scheiße. Außen ist ziemlich scheiße. Wobei Turn 1 geht eigentlich, der ist relativ frei. Der Startlinie ist immer richtig geil. Hey, ignoriert mich mal. Oh! Filippo, wolltest du noch mitfahren oder was? Fahrt ihr mal. Ich gehe erstmal runter zu den Jungs und wann seid ihr ungefähr fertig? Laut Plan 90 Minuten. Laut Plan 90 Minuten, ja. Dann halb 10. Na gut, ja. Halb 10 passt, dann komme ich nochmal hoch und können wir nochmal ein kleines machen. Okay, alles klar. Bis später. Dann bis später. Hat sich gedreht, darf ich dauern. Erste Runde ist ein Kort. Mensch, das ist hier. Ja, das ist ein Restart. Wieso Restart? Wieso? Der Dave ist rausgehämmert. Das macht nichts, ich bin hier ohne einen Kratzer durchgekommen. Ja, ich wurde gedreht, also ich weiß nicht. Nein, wir können halt die Restart machen, ist ja klar. Ich weiß nicht, wo du bist. Das Auto funktioniert nur, also mir ist doch, das egal. Ja, wenn nichts kaputt ist, brauchen wir nicht. Also je nachdem, wie du willst. Also es scheint noch zu funktionieren. Nimmst du den Restart? Schönes Deal or no Deal. Ja, das muss er sein. Wenn er sagt, geht noch, ist okay. Wenn jetzt alles im Arsch ist. Wenn alles im Arsch wäre. Wenn dein Auto im Arsch geht, dann. Ja, noch ist ja nichts passiert hier. Solange wir nur eingeschlagen ist, großartig. Ja, ein bisschen in der Wand, aber es müsste eigentlich gehen. Ja, das ist ja Phoenix. Bin ich ja gestern, letztes Mal auch erst. Bis wir irgendwie einen super Crash hatten, ne? Gestern, ja, es kam mir vor wie gestern. Ach so. Nächste Woche fahren wir ja schon das letzte Saisonrennen. Ja. In dem Let's Play. Ja, ja, geht schnell, ne? Ja. Jetzt. Aber mal gucken, nächste Saison will ich das gerne so fortführen. Wie gesagt, dann mal gerne mit Punkte, einfach so aus Spaß für uns. Ja, ist nur die Frage, ganze Saison oder nur ein Teil? Geplant wäre noch die ganze, aber wenn mal ein Rennen oder zwei Rennen nicht gehen oder was weiß ich, ist ja egal. Wenn mal einer nicht kann, na? So, dass wir einfach die Videos immer haben. Weißt du? Ja. Da kann ich ja nochmal was ankündigen. Ich arbeite noch an einem, an einer Speziallackierung, die ich nächste Woche zum letzten Rennen der Saison fahren möchte. Ja, dann sag uns frühzeitig Bescheid. Keine Panik, mache ich schon. Oder schick eine E-Mail raus, ne, oder so. Dann kann ich das nämlich, können wir das drauf installieren schon mal. Ja, derzeit habe ich den Grundteil, glaube ich, schon fertig, wenn ich mir das recht überlege. Da kommt eigentlich nur noch eine Nummer drauf, das hatte ich irgendwie die Tage nicht so ganz hinbekommen, aber dann müsste es klappen. Lass uns auch gerne überraschen. Ja, übrigens, ein paar Freunde von mir werden ja beim letzten Rennen jetzt wieder live dabei sein. Okay, coole Sache. Die haben mir schon ein paar Fotos geschickt aus dem einen Museum, ey. Oh mein Gott, der Erna Zinius Rookie Auto. Ich mein Gott, das ist eine geile Karre, ey. Der hatte mal eine Rookie-Saison? Der Erna Zinio hatte mal eine Rookie-Saison, ja. Das ist doch unmöglich, der ist doch gleich als Vollprofi eingestiegen. Ja, theoretisch, ne? Ach, im Übrigen, wusstest du, dass das erste Auto, mit dem der Erna Zinio ein Rennen gefahren ist, pink war? Ja, das ist dieses komische, sieht aus wie noch ein normaler 55er Chevy. Oder 56er Chevy, ja. K2, oder was da drauf stand. Keine Ahnung, das hatte ich nur in das Phänomen Nesca gelesen, das habe ich ja jetzt da. Achso, ja, verrat mir davon nicht so viel, ich krieg das erst zu Weihnachten. Okay, dann verrate ich dir noch eine Sache. Sehr gut. Ich muss noch zwei Kapitel lesen, dann habe ich's durch. Achso, okay. Ich bin bei der Hälfte ungefähr. Jetzt spoilern wir das hier auch noch, ja? Wo ja. Ich bin, ja, genau. Spoiler, ich muss verraten, es gibt anderthalb Kapitel über den Gordon Jeff. Wir können es ja gerne spoilern, vielleicht lässt Pete ja ein paar Bücher springen. Warum nicht? Eine freie Unterschrift kriegst du auf jeden Fall. Ja, das wäre schon mal was. Ja, hier, hört an Leute, kommt euch das Phänomen Nesca, ne? Gutes Buch. Das ist wirklich gut. Ich muss dazu sagen, wie gesagt, ich wollte es eigentlich nicht kaufen, weil ich dachte, ja, Deutsch und Nesca passt das nicht. Das ist echt gut geschrieben, also der Pete hat das gut gemacht. Ich wollte gerade sagen, ich hatte die Leseprobe, ihr könnt ja auch die Leseprobe auf der Seite da lesen. Und das hat mir voll gefallen gehabt und deswegen möchte ich das jetzt auch haben und das ist so mein Schreibstil gewesen. Also so wie Nein, ich das. Dein Schreibstil ist anders. Dein ja, ich mach nur keine Punkte. Ja genau, ich mache einfach nur keine Punkte und keine Kommas. Aber sonst hat mich das schon fasziniert gehabt. Also wie er geschrieben hat, wie er dazu gekommen ist. Oh, mein Motor wird beinahe abgewürgt. Oh! Ach, das bist du ja, Dave.
Ja. Oh mein Gott, ich dachte, ne, ich konnte ihn gar nicht so schnell gucken, wer es so ist hinter mir. Oh, da kam er nicht aus dem Schweiß hier vor mir. Erst überholt er wie eine Sau. Ah, jetzt bin ich auf dem letzten Platz, oder was? Das ist nochmal viel wert. Ah, Dave, dein Auto sieht noch gut aus, also. Ja, ich war gerade beim Repair noch. Ach, haben sie ein bisschen gehämmert, oder was? Ja, ein bisschen haben sie gehämmert, so 8 Sekunden lang. Nee, ein bisschen gestreift. Ja, dann geht's so. Also, es funktioniert noch. Ich habe Mirko überholen können, also so schlecht kann es nicht sein. Ja, aber Mirko... Ja, gut. Ja, dieses Jahr reise ich nichts, ich weiß auch nicht. Das ist nicht mein Jahr, vielleicht wird der nächste Jahr besser. Das liegt bestimmt daran, weil mein Fahrer auch so viel Pech hat. Ich glaube, das ist innerlich gleich so, wenn er Pech hat, ne, dann schaffe ich auch nichts. Komm, ich hole ihn, ich nehme ihn mit. Nein, der gibt mehr Gas als ich. Das Schöne ist, ich komm dem Feld noch nicht mal hinterher, ey. Ich komm so gerade hinterher. So gerade. Ich komm recht gut hinterher, ich bin gerade in der Mitte des Feldes, hab meine eigene Lane hier. Ich hab die Führung verloren. Ich verstehe gar nicht, warum der auf einmal wieder so untersteuert, ey. Das ist so zum Kotzen. Ich hasse Autos, die untersteuern. Die hasst jeder. Fronttriebler. Ja, das ist auch ein Heckantrieb hier. Ich weiß. Vielleicht hast du ja einen Fronttriebler. Ja, das kann sein, ey. Haben sie mir hier und eine German-Version hier durch untergeschmuggelt, ey. Und getauscht, ne? Der kriegt einen Fronttrieb. Das ist, weil du immer cheatest. Ja, genau. Das hast du bestimmt veranlasst, nee, früher hier. Früher hast du ja immer gecheatet, jetzt mittlerweile. Ne, meine Cheats sind, glaube ich, schon aus, ey. Ja, ich glaube auch. Ich hab sie schon aufgebraucht. Oh, Typ, geh mir nicht so dicht an die Inside. Oh. Da. Oh, 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 oh. Ja, ich weiß es. Oh, oh. Hat's gekracht. Ich bin gerade so durchgekommen. Also, ich weiß nicht, ob es eine KI war. Ich glaube, es war KI. Ja, KI, ja. Ich bin gerade so mit durchgekommen. 98? Wo ist 98? Warum 98? Oh, ja, hier hat einen den Motor hochgejagt. Wo ist 98? Achso, hinter mir. Hier, dem einen Burger King Toyota war's. Und, Trevor Bain hat's erwischt. Und irgendwie noch, sieht aus wie McMurray. Ja, ich bin gerade, so wie gesagt, muss das Slalom wieder fahren. Pit Road will be open this time. Pit Road will be open this time for lead lap cars. Do not pit the first time by, 10-4. Wieso nicht? 45. 4000 second. The pace car can turn 3. Ja, genau! Ey, was ist denn das für ein Vollidiot, ey? Wer denn? Junior? Nee, 21, Bane, ey. Ich bin gerade in eine Pitte reinfahren. Backup. Man ist in der Sitz Junior ein Vollidiot. Das ist doch der beliebteste. Ah, Alter, leck mich am Arsch. Ja, ich mag ihn nicht so nicht. 4000 Sekunden. Die Pace Cars in Turn 1. Toll, jetzt habe ich eine Runde verloren wegen dem Idioten. Und nicht mal Reifen gewechselt, ey. Ja, weil der Idiot, also sowas bescheuert ist, ey. Kannst sicher zurückrunden. Ist ja noch viel Rennen da. Nee, aber sowas ist doch zu kotzen, ey, oder? Sag doch mal. Oh! Wo will ich denn hin? Einmal über den Rasen. Drück mal die Daumen, dass wir unter Grün an die Box gehen, dann haben wir gute Möglichkeiten, Plätze und Runden gut zu machen. Ah, ich glaube eher weniger. Ja doch, ich habe ein kurzes Testrennen mit einer guten Pitstrategie gewonnen. Weil alle unter Grün rennen müssen. Grüne Pitstops. Ja, das glaube ich auch weniger. Schade eigentlich. Ist auch mal was Spannendes. Ja, ja, klar. Naja, das Rennen hat ja auch gerade erst angefangen. Ja. Zu früh, um Panik zu machen. Ist ja noch viel offen. Ja. Das stimmt, aber das ist trotzdem nervig, wenn so ein Idiot da einfach reinfährt. Alter. Line up behind the one car. Tail end of the longest line. Come around the 14.
The pace car's in turn 1, the pace car's in turn 2, pit road speed 45, 4,000 seconds. They're gonna stop you out here on pit road, buddy. Fill it up with fuel. The pace car's in the short chute. The pace car's down there. The pace car's on the back stretch. Go, 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 shake, 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 go, 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 go! All the way to the last line. Pit road speed 45, 4,000 seconds. The pace car's in turn 3. Oh, rechte Seite sieht echt gut aus. Deine? Ja, ist vielleicht eingeditscht. Schön, dass ich erstmal Longest Line musste. Scheiße, ey. Immer was. Was gemacht? Ja, wegen dem Idioten, der sich da gedreht hat, der mich da gedreht hat. Ja. Na, Pit. Das Bay. Ist Black. Ja, ja. It'll be one to go this time, bud. Tail end of the longest line. Line up behind the 14th. Left car. Tail end of the longest line. Oh, ja. Nö. Das Schöne ist, ich darf ja nicht mal. Jetzt hier dran vorbei. Weil du Black hast. Mhm. Ich muss jetzt hinter Dave noch bleiben. Bin doch oben. Ist der ja mal. Milwaukee. Hören, mein Mikro sich eben verabschiedet. Ja, ja, ist jetzt wieder da. Okay, gut. Was ist los? Ist das? Das wollen wir tapen. Warum bleiben wir stehen? Warum bleiben wir stehen? Ach. Weil das Mikro getaped wird. Nein, das mache ich nach dem Rennen. Hoffen Sie, dass es nicht einklemmt. Oh, zwei Autos sind drin. Coming to the green, buddy. Coming to the green. Bei Auto zu viel. Pace car's off. Be ready. Be ready. Green, green, green. Ja, los, Matt. Schleich dir eins zurecht. Gut, Runde. Da kommen sie schon. Oh, da werde ich gedreht. Und ich verliere richtig. Oh Gott, ja, ich... Fairly rolling on the high side. There's a spin in the short chute. There's a spin down there. Outside. Fairly rolling on the high side. All clear. Dave hatte eben aber auch Schwein. Ich hatte ziemlich Schwein. Ja, ja, ich hab's noch gesehen. Haben die schon abgebremst. Sicherheitshalber. Da irgendwie Danica war doch noch vor dir dann irgendwie so. Ja, ja, ganz klar. Ja. Ist out, buddy. Vor mir gedreht. Also gleich 20 Minuten Caution, 22 ist auch gut gerechnet, ne? Und Ricky, Auto noch gut? Meine Motorhaube ist ein bisschen hoch. Achso, okay, dann lass mal reparieren. Ich bin einfach unter Close Pit rein. Bin ich jetzt eigentlich weg? Weil die hier richtig. Ja, ja, die sind schon gut hier, ne? Also. War in erster Linie Pech. Ken sind nicht weggekommen beim Restart. Da musste ich oben bleiben, da konnte ich nicht runter wegen den blöden. Ja, es sieht nicht gut aus, meine Motorhaube ist schon weg. Ja, mal gut, dass das Phoenix ist hier, ne? Ja. Ja, wir werden uns sogar gleich sehen, Michael, da vorne. Ja? Mhm. Jetzt darf ich ja wieder Inside gehen, ne? Dann gibt's, glaube ich, drei Überrundete, oder? Einfach mal schnell nachgucken. Ja, vier sogar. Vier, ich bin Sechster, das heißt, ich könnte nach dem Restart gleich nach innen gehen. Solange ich nicht vorbeigehe. Die anderen sind blockiert, dann könnte ich eigentlich wieder nach vorne kommen. Aber wie gesagt,